Morgen, wir haben Donnerstag, den 12. und es ist hier jetzt 8:30 und ich war einkaufen mit meinem Hacken Porsche. Das Wort finde ich so genial, das habe ich jetzt einfach von der lieben Patty von Tante Tatzis Kanal geklaut. Ich werde euch die ganz liebe süße Maus auch unten verlinken, damit ihr auch mal rüber hopsen könnt. Die macht auch ganz tolle Food Hauls. Ja, ich war unter anderem beim Rewe und hatte das Glück, diesen großen Packen für 10 Euro zu bekommen. Und da wir dringend wieder Waschmittel gebraucht haben, war das Bombe. So, dann schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Eine leere Tasche. Absurdele. Dann haben wir aus dem Rewe zweimal von Del Verde Vollkornnudeln. Die waren auch im Angebot für 89 Cent. Normalerweise kostet da die Packung über 1 Euro. Von daher richtig geil. Dann aus dem 1-Euro-Bereich Müllbeutel, einmal 60 Liter, einmal 20 Liter. Für unsere diversen Mülleimer. Ja. Und einen Babybell, den 9er packen für 3,29 Euro. Das war mein Rewe-Einkauf. Und beim Lidl haben wir ein kleines Schälchen Erdbeeren für 1,29 Euro. Ja, da wird sich Junior sehr drüber freuen, der liebt Erdbeeren. Dann haben wir sage und schreibe 1,99 Euro Eier. Was mir ganz wichtig ist, dass hier drauf steht, ohne Kükentötung. Ich kann es nicht kontrollieren, aber ja. Dann dreimal Salami. Und wo haben wir sie? Tülü Salami für jeweils 1,79 Euro. Die ist also auch echt teuer geworden. XXL-Becher griechischen Joghurt für 2,39 Euro. Das kostet ja normalerweise schon der normale. Dann haben wir ein Päckchen Rahmspinat für 69 Cent. Da bin ich auch ernsthaft erstaunt über den Preis. Na. Okay, ist im Froster. Dann ein Päckchen Bolognese Fix. Das ist der Maxi-Pack von der Lidl-Eigenmarke für 45 Cent. Der ist nicht für 250 Milliliter, sondern für 375. Bin ich mal gespannt. Kostet aber genauso viel wie der normale für 250 Milliliter Wasser. Mal schauen. Dann einmal Schokorosinen für 99 Cent für meinen Porridge. Dann habe ich Schmelzkäse mitgebracht für 1,79 Euro. Das ist auch diese Lidl-Eigenmarke. Wir finden, der schmeckt genauso gut wie der teure. Dann holländischen Gouda für 3,79 Euro war der heute im Angebot. Normalerweise kostet er ja auch über 4 Euro. So.
ein Päckchen Schlagsahne für sage und schreibe 1,09 Euro. Und das ist die Lidl-Eigenmarke, nicht die teure. Also Leute, langsam macht Einkaufen keinen Spaß mehr. 2,5 Kilo Kartoffeln für 2,19 Euro. Also ganz ehrlich, das nächste Mal gehe ich wieder zum Türken. Da kriege ich 5 Kilo für 2,50 Euro. Und was nicht fehlen darf, die gute Milch bei uns für 1,05 Euro das Päckchen. Und wir nehmen halt, weil meine Herren das so lieben, diese 1,5er Milch. Ich selber habe die 3,5er lieber, weil ich finde, die schmeckt besser. Gut, ich bin aber auch so aufgewachsen, dass man früher zum Bauern gegangen ist und die Milch geholt hat. Ja, die Oma hat dann noch aus dem Rahmen oben Schlagsahne selber hergestellt oder Butter. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Mir schmeckt diese abgepackte Milch nicht wirklich. Deswegen ab und an mal einen Schluck in Kaffee oder in Tee. Aber das ist dann eigentlich auch schon mein Milchverbrauch. Meine Jungs nehmen da mehr. Während ich meinen Joghurt nehme, um es in Müsli oder Porridge oder sowas zu tun, nehmen die halt Milch. Naja gut, müssen die wissen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. So, und als ich heimkam, hatten wir eine ganz tolle Zeitschrift von Lego im Briefkasten für Connor. Die ist umsonst. Die kommt alle Vierteljahr, also viermal im Jahr, für umsonst. Finde ich richtig toll. Es gibt noch was für Kiddies, was man umsonst kriegt. Geil. Okay, Leute, das war unser Food Haul. Ich denke, ihr wollt noch wissen, was es dementsprechend bei uns zu essen gibt. Moment, ich hole meinen Essensplan. So, da bin ich wieder. Gestern und heute gibt es Tomatensuppe mit Reis. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich richtig faul gewesen. Denn die erste Woche Schule ist nicht unbedingt so mit allem selber machen. Da habe ich eine Tütensuppe Tomaten genommen. Am Freitag soll es geben Nudeln mit Bolognese-Soße. Das Hackfleisch hatten wir noch da. Dann am Samstag soll es geben Knödel mit Bohnen und Karotten und dazu einfach eine Soße. Am Sonntag wollen wir Kartoffelgratin machen. Die Bechamelsoße werde ich selber machen. Werde noch ein bisschen Sahne und Käse reinreiben, definitiv. Ohne Käse geht da gar nichts. Am Montag soll es geben Kartoffeln mit Hackfleisch und Rosenkohl. Das Hack und den Rosenkohl haben wir noch da. Den Rosenkohl aus der einen Rettertüte, ihr erinnert euch, den hatte ich eingefroren. Dienstag habe ich noch nichts aufgeschrieben, aber wie ich uns kenne, tun wir auch wieder schieben. Mittwoch Spaghetti Carbonara. Ja, da werde ich auch einen Fix nehmen, weil ich habe es nicht so mit dem Carbonara-Soße selber machen. Wer da ein einfaches und leichtes Rezept hat für die Carbonara-Soße, schreibt mir es doch gerne in die Kommentare oder schickt mir bei Instagram eine Nachricht. Und donnerstags Kartoffeln oder selbstgemachter Kartoffelbrei, das weiß ich noch nicht, mit Spinat und Spiegelei. Vielleicht holen wir noch Leberkäse dazu, aber eher weniger, da sind wir alle nicht so der Fan von. Ja, das ist so unser Wochenplan bis einschließlich nächsten Donnerstag. Ich werde dann nächste Woche Donnerstag, Freitag wieder einkaufen gehen und mal schauen, ob ich euch dann wieder ein Foodhaul abdrehe oder ob ich zu groggy bin, das werden wir sehen. Aber ich denke, ich werde euch wieder ein Foodhaul abdrehen. Ja, das war's dann für heute von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es die, die es noch nicht gemacht haben, mir ein Abo dalassen würden. Für euch ist es ein klitzekleiner Aufwand. Mir hilft es unheimlich und zeigt mir, dass ihr mögt, was ich mache.
Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like freuen und einen lieb gemeinten Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen und Anregungen, was man vielleicht an Challenges machen könnte oder ja, irgendwelche anderen Ideen in Richtung Food. Falls ihr Rezepte von mir sucht, dann müsst ihr auf Corys Rezepte-Kanal gehen. Ja, ansonsten habe ich auch noch einen Bücherkanal und einen Kanal, der mehr so in die Richtung Naturkosmetik und Esoterik geht. Also auch Rituale und Bräuche von früher, was die Oma und Uroma noch wusste. Ja, solche Sachen halt. Da habe ich auch einen extra Kanal für. Aber die verlinke ich euch alle unten in der Infobox. Ja, das war's dann für heute von mir. Habt einen schönen Tag. Tschüssi, hab euch lieb, eure Corrie.